Herzlich willkommen an diesem Sonntag hier heute an unserer Sennfelder Kirche. Für wen halten mich die Leute? Das ist eine Frage, die, so denke ich, jede und jeder sich früher oder später stellt. Ich will diese Frage heute einmal für mich stellen. Halten die Leute mich für den Pastoralreferenten, den sie hier in der Kirche erleben, der immer wieder in den Gremien dabei ist, mit dem man ein Gespräch führt bei einem Trauerfall oder beim Pfaffist einfach einen Schluck trinkt? Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee, und dass du atmest, keinen Schluss von dir. Oder halten mich die Leute für den Musiker, den sie vielleicht schon einmal bei den Oberndorfer Barden erlebt haben, oder auch hier im Gottesdienst bei Katechesen in der Schule? Halten die Leute mich vielleicht für den Familienvater, der sich um seine Familie kümmert, der Verantwortung trägt für seine Kinder? Oder halten sie mich für den Vorsitzenden des Caritasvereins, der sie schon mal geärgert hat? Halten sie mich für einen Besserwisser, der immer alles besser weiß? Halten sie mich vielleicht für einen Freund, der ihnen schon mal weitergeholfen hat oder irgendwo mitgeholfen hat? Oder halten Sie mich für den Lehrer in der Schule, bei dem Sie sich gelangweilt haben oder wo es Ihnen vielleicht gut gefallen hat? Es sind unendlich viele Rollen, in die jeder von uns im Laufe seines Lebens schlüpft. Der Vater, die Mutter, der Arbeitgeber, der Arbeiter, der Feiergenosse, der Musiker, der Maler. Es sind unendlich viele Rollen, die wir anderen zuschreiben, je nachdem, wie wir sie erleben. Eben wieder der Vater, die Mutter, der Chef, der Untergebene, der Mitfeiernde, der handwerklich Begabte, der Freund oder vielleicht sogar der Verräter. Beides gehört zum Leben. Beides beeinflusst unser Leben. Ein guter Ruf oder auch ein schlechter Ruf. Was andere über mich sagen und was ich über andere sage. Diese Frage stellt Jesus an diesem Sonntag im Matthäus-Evangelium seinen Freunden. Zunächst ganz unverfänglich. Für wen halten mich die Leute? Die Antworten seiner Jünger sind deshalb offen. Ja, die einen denken, du bist so der Elia, die anderen der Jeremia oder Johannes der Täufer. Dann wird Jesus direkter. Für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du mich? Großes Schweigen. Jetzt müssen die Karten auf den Tisch. Die anderen Jünger sind ja auch dabei. Die wissen, was ich bisher über Jesus gesagt habe. Nur Petrus traut sich. Du bist für mich der Christus, der Messias, der Gesalbte Gottes. Du bist der Sohn Gottes. An anderer Stelle in der Öffentlichkeit hätte ihn das den Kopf gekostet. Immerhin ist dieses Bekenntnis zu Jesus, er sei der Sohn Gottes, der Grund der Anklage später im Prozess gegen Jesus. Für wen halten die anderen mich? Für wen halte ich mich selbst? Diese Fragen sind entscheidend für meinen Ruf und damit auch für mein Selbstbewusstsein. Da können zwei Dinge in diesen Tagen des Urlaubs, der Ferien oder zumindest des heruntergesetzten Lebenstempos wichtig sein. Zum einen die Zeit, mich auf mich selbst, auf mein Leben zu besinnen, die vergangene Zeit nachklingen zu lassen. Wo wurde ich bestärkt? Was ist mir gelungen? Wo hatte ich einfach Freude daran? Wo bin ich weitergekommen? Welche Beziehungen zu Freunden, Verwandten haben sich bestärkt oder bestätigt? Und das andere, die Zeit, auf Jesu Wort zu hören, der ja heute selbst fragt, für wen ihn denn die Leute halten. Denn er weiß, Gott, sein Vater, hält ihn und jeden von uns auf jeden Fall für sein geliebtes Kind,
für den Menschen, in den er so unendlich viele Möglichkeiten hineingelegt hat. Es gibt ein Lied, das das alles wunderbar zusammenfasst. Vergiss es nie, dass du liebst, war keine eigene Idee, und dass du atmest, keinen Schluss von dir. Vergiss es nie, dass du liebst, war eines anderen Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, und niemand lächelt, so wie du's gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, du bist du. Du bist du. Eine gute Nachricht für diesen Sonntag. Eine Nachricht, die man auch gut weitergeben kann. Teilen Sie es doch einfach oder geben Sie uns Rückmeldung, wenn Ihnen das gefallen hat.